wieder auf der Strecke und dieses Mal sind die Senioren im zweiten Wertungslauf. Die 201 gehört Jan Heinen und er steht in der ersten Startreihe neben der 214, neben Brett Ward. Aus der zweiten Startreihe heraus, da rollt mit der 205 Phil Doran den Start zusammen mit der 234 Kilian Kraft. Dennis Siemens, die 246 und Dorian Heinrich, die 252, dann in der dritten Startreihe, in der vierten Startreihe mit der 240 Gina Kraft und Fabian Bock mit der 277. Lauren Seifried, die 239 und Tim Habich, die 207, dann in Startreihe 5 und in der sechsten Startreihe mit der 299 André Walter und Luca Kaufold, die 222. Thies Cordes trägt die 202 und startet ebenso aus der siebten Startreihe wie die 204, Henry Jung. Vivian Reit, die 289 und Leander Schneider mit der 288, dann in Startreihe 8. Und aus der neunten Startreihe kommt mit der 227 Florian Schulz und Tobias Fischer, die 221. Franziska Blom, die 235 und Lukas Warpziniak, die 269, teilen sich Startreihe 10. Und die 11. Startreihe, die gehört der 220, Daniel Schollenberger und Julian Wirtzele, die 228. Martin Frasch, die 206, macht dieses Feld dann am Ende komplett. Ihm ging es zu beim Start der Senioren in der ersten Kurve und dann hat sich am Ende Jan Heinen durchsetzen können vor Brett Ward, der wiederum auf Platz 2 gegangen ist und jetzt die Führung übernimmt in der Spitzkehre, innen vorbeigeht an Jan Heinen, der britische Gaststarter, der in diesem Jahr schon einige Gastauftritte bei der Rotax Max Challenge gehabt hat. Fildor hat sich das unbeeindruckt angeschaut, was dort vorne die beiden Teamkollegen vom 3G Racing vollführt haben. Das ist natürlich jetzt auch eine Frage des Teams. Wie haben sich die beiden abgesprochen oder haben sie sich nicht abgesprochen? Was machen sie draus? Im Moment sieht es deutlich danach aus, als würde Brett Ward vorne wegfahren und den Jan Heinen einfach mitziehen, damit er von den Verfolgern, sprich von Phil Dorf, von Dennis Siemens, Kilian Kraft, die sind alle noch in dieser Gruppe mit drin, damit er besser wegkommt, der Jan Heinen. Aber dann kommt irgendwann ein Punkt, wo man sagen muss, ja, Jan Heinen geht nicht mehr so ganz mit, aus welchen Gründen auch immer. Aber auf der Fahrerlager geraten, da ist der Abstand zu Phil dort dann doch wieder ein bisschen angewachsen zwischen Jan Heinrich und Phil Dorr. Phil Dorr muss sich jetzt auch ein bisschen nach hinten orientieren. Da ist der Dennis Siemens unterwegs, der Bielefelder, der 2014 in Wittgenborn einen zweiten und einen dritten Platz herausgefahren hat, der 2015 die Rookie-Wertung der Junioren gewinnen konnte. Vergangenen Jahr war der Dennis Siemens Zehnter der Senioren. Phil Dorr im vergangenen Jahr im ADAC Kart Masters unterwegs gewesen auf Platz 4. Und dann geht der Dennis Siemens vorbei an Phil Dorr in der Spitzkehre. Und beinahe wäre der Fabian Bock ebenfalls durch gewesen. Fabian Bock mit der 277, der Neumünster-Fahrer, der 2011 den NKC gewinnen konnte.
Aber da hat der Filder noch einmal aufgepasst. Und hinter Fabian Bock, da ist der Dorian Heinrich dann unterwegs. Der 21-Jährige aus St. Ingbert, der war im vergangenen Jahr 9. der Senioren. Und im Jahr 2016 sein bestes Seniorenergebnis, also am Jahresende auf Platz 5 angekommen ist. Und auch er braucht dementsprechend noch Punkte für diese Meisterschaft. Aber es sind ja gerade mal 4 Minuten. Ja, und jetzt sind 8 Sekunden vorbei. Da ist noch gar nichts gesagt. Da ist auch das letzte Wort bei weitem nicht gesprochen. Das ist jetzt wieder diese Phase, wo man einfach seinen Stiefel runterfährt. Und versucht einfach dran zu bleiben an den anderen. Ein bisschen zu schauen, wo geht denn was. Und Brad Ward hier mit schnellen Rundenzeiten unterwegs. Aber schneller unterwegs ist der André Walter, der Fahrer mit der 299. Der hat sich auf Platz 8 jetzt wieder nach vorne gekämpft, ist als 11. in dieses Rennen gegangen. Warum ist das so wichtig? Weil André Walter als 2. nach Wittgenborn gekommen ist, als 2. der Meisterschaft. Und er muss natürlich jetzt ebenfalls versuchen, an Phil Dörr dran zu bleiben, dass hier nicht vorzeitig an diesem Wochenende die Entscheidung über die Meisterschaft der RMC der Senioren fällt. André Walter jetzt unterwegs hinter Kilian Kraft, der erst vor 3 Tagen seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Auch da können wir nachträglich natürlich noch gratulieren dem Kilian Kraft, dem Sieger des Silberpokals von 2016. Hinter den beiden 3G Racing Führenden hat sich jetzt mit Dennis Siemens, Phil Dorn, Fabian Bock und Dorian Heinrich eine Vierergruppe gebildet. Und an diese Vierergruppe versucht jetzt der André Walter heranzufahren. Der ist nämlich jetzt vorbei am Kilian Walter. Der ist jetzt auf Platz 7 nach vorne gegangen. Wir schauen uns dabei mal die Rundenzeiten an in dieser Runde. Selbst mit der Überholung ist er schneller gewesen als die vor ihm Fahrenden, obwohl er auch noch an Kilian Kraft vorbei musste. Und der Kilian Kraft, ja, so ganz kann er das Tempo nicht mehr mitgehen, dass der André Walter hier hinlegt. Und diese Gruppe dort hinten, diese Vierer-, Fünfer-Gruppe, je nachdem, wie man sehen will, die wird uns wohl noch in den nächsten 6 Minuten und 40 Sekunden beschäftigen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Dahinter die nächste Vierer-Gruppe mit Kilian Kraft, mit Tim Habig, mit Lauren Seifried und der China. Vorne tut sich nichts Neues. Thank you.
An der Spitze weiterhin Brad Ward unterwegs, dahinter der Jan Heinen. Die beiden fast gleiche Rundenzeiten. Nee, da sind sie dann schon ein bisschen weiter auseinander. Und der Brad Ward, der fährt hier relativ schnelle Rundenzeiten. André Heinrich, na, noch nicht ganz dran im Moment am Dorian Heinrich. Der André Walter, während Dorian Heinrich einfach den Anschluss zur Gruppe hält, die der Dennis Siemens jetzt ein bisschen verlassen hat. Aber dann kommt der Angriff von Fabian Bock auf Phil Dorr in der Spitzkehre und Fabian Bock holt sich Platz 4 von Phil Dorr. Ja, und jetzt ist André Walter zu dieser Gruppe gestoßen. Der ist jetzt an Dorian Heinrich dran. Der Fahrer aus Neustadt an der Donau, der im vergangenen Jahr Vierter der Senioren geworden war. Während also der Dennis Siemens sich hier eindeutig von dieser Gruppe entfernt, eindeutig auf Platz 3 geht, 4 Minuten vor dem Ende, muss der Rest der Gruppe aufpassen, denn da drückt natürlich jetzt von hinten der André Walter. André Walter hat jetzt natürlich auch den Phil Dorr im Visier und das ist für ihn wichtig. Er hat nur noch den Dorian Heinrich zwischen sich. Oh, da gibt es eine Verwarnung für die 222. Luca Kaufhold, der ist 13. Bisschen zu wild, bisschen zu stürmisch hier unterwegs gegenüber dem Yannick Würtele, der dort hinter ihm unterwegs ist. Also jetzt erstmal die Verwarnungsflagge. Deshalb für Luca Kaufhold. Brad Ward dreht sich schon mal um. 3 Minuten noch auf der Uhr. Dreht sich um, schaut. Wo ist der Jan Heinen? Ja, der ist noch ein Stückchen hinter ihm unterwegs. Und wo ist der André Walter? Der ist vorbeigegangen am Dorian Heinrich. Und jetzt auf Platz 6. Und jetzt wird es nochmal interessant. Denn Dorian Heinrich jetzt direkt hinter Phil Dorr unterwegs. Sind zwar noch 2 Meter zwischen den beiden, zeitmäßig ungefähr 0,4 Sekunden. Und jetzt schauen wir aber auf die Zeiten, die beiden hier gefahren sind. Und dann ist der Phil Dorr schneller unterwegs. Der lässt sich jetzt von Fabian Bock hier mitziehen. Und zwar wieder ran an Dennis Siemens. Dann haben wir hinter den beiden Führenden wieder eine Dreiergruppe zusammen. Und diese Dreiergruppe, da ist der Phil Dorr dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, wird es gelingen? Dem André Walter da vorbeigehen zu können. Oh, in der Spitzkehre sind 2 Fahrer zusammengekommen. Deswegen dort jetzt in der inneren Spitzkehre die doppelgeschwenkt gelben Flaggen. Das bedeutet natürlich langsam fahren und natürlich nicht überholen und immer bremsbereit sein. Und wer ist dort? Die 206 sehe ich da. Das ist der Martin Frasch, der vorzeitig das Kart abstellen musste. Und der Thies Cordes ist da ebenfalls mit dabei. Aber zurück zu unserem Rennen, das jetzt in die vorletzte Runde geht. Weiterhin der führende Brad Ward.
Der Brite, der X30-Europameister der vergangenen Saison. Jan Heinen weiterhin hinter seinem Teamkollegen vom 3G Racing unterwegs. Dennis Siemens, Fabian Bock und Phil Dörr dann unterwegs auf den Plätzen 3, 4, 5. Und der Adrian Walter, ja, der versucht sich hier noch an Phil Dörr heranzukommen. Aber das ist eine mühsame Arbeit für ihn im Augenblick. Sieht man an den Rundenzeiten, die sind mal eine Hundertstel schneller, eine Hundertstel langsamer. Also insofern ist da nicht mehr viel wohl zu wollen. In dieser letzten Runde, da kann sich auch der Dennis Siemens jetzt so ein bisschen absetzen noch von Fabian Bock und Phil Dörr. Noch einmal Spitzkehre für die Führenden. Wird sich da noch was tun, sieht nicht im Moment danach aus. Brad Ward biegt als erster auf die Ziellinie ein und gewinnt diesen zweiten Lauf der Senioren vor Jan Heinen. Dennis Siemens wird Dritter. Fabian Bock holt sich Platz 4 vor Phil Dörr. André Walter wird Sechster. Dorian Heinrich dann als Siebter. Lauren Seifried fährt sich auf Platz 8. Platz 9 dann für Gina Kraft. Kilian Kraft wird 10. Tim Habicht als 11. Henry Jung wird 12. vor Julian Würtele. Platz 14 dann für Tobias Fischer. Und Luca Kaufhold holt sich hier noch einen Punkt mit Platz Nummer 15.